Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den ASOS Adventskalender rein. Ich bin sehr gespannt drauf, weil das ist eigentlich immer so ein Highlight. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet 115 Euro. Ich habe ihn bei ASOS online bestellt. Man kann da vielleicht den ein oder anderen Code drauf anwenden. Probiert mal das ein oder andere aus. Manchmal funktioniert es tatsächlich. Und nicht nur ich habe ihn bestellt, sondern auch die wundervolle Nicole vom Kanal Chiquitas Place. Schaut gerne auch mal bei ihr vorbei, denn wir laden zeitgleich das Unboxing hoch, sodass ihr da auch eine zweite Meinung einfach jeweils auch bekommt. Ne? Wir haben hier Produkte im Wert von ungefähr 500 Euro drin enthalten und 26 Produkte insgesamt und ich bin einfach gespannt. Also letztes Jahr hat er mich, glaube ich, nicht ganz so vom Hocker gehauen, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ja, ASOS hat nicht nur Kleidung, sondern auch Beauty und das wissen wir mittlerweile alle ja. Ne? Und ich glaube, der ist von euch auch immer sehr heiß begehrt. Ja, wir haben einen Boxen-Adventskalender. Erwin wird ihn tragen und ich werde ihn auspacken. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen. Ich habe jetzt hier zuallererst die Nummer 1 und ja, hier steht auch ein bisschen was an der Seite drauf, so dass das Wiederbefüllen dann immer so eine Sache wird. Nee, warte mal, du kannst den gar nicht wiederbefüllen. Oh ne, wie doof ist das denn? Wie doof ist das denn? Das musst du aufreißen. Oh. Das ist schade, ne? Ich meine, gut, dadurch weißt du halt, dass die Sachen wirklich ungeöffnet bei dir ankommen. Aber du kannst ihn da nicht wieder befüllen. Habe ich sonst immer gerne gemacht. Naja, wir haben hier in Thanks, It's Mac in der Farbe 540 ein Lustre Glass Lipstick in der Originalgröße von MAC. Und ich finde, das ist ein ganz toller Einstieg in den Adventskalender. Wir bekommen hier sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik. Und ich mag sehr gerne die Lustre Glasses von MAC, ne? Das ist ja mal cool. Und das ist eine richtig schöne Farbe. Das ist ein absoluter Neoton, den man super gut tragen kann und den ich auch direkt mal swatchen werde. Perfekt. My Lips But Better. Großartig. Ganz, ganz toller Einstieg. Und wir haben, glaube ich, immer irgendein Produkt von MAC in dem Adventskalender. Dann habe ich hier jetzt den riesigen 2. Dezember. Alle werden nachhaltiger und ASOS überlegt sich, nö, gar keinen Bock drauf. Ciao, Kakao. The Beauty Crop, eine Marke, die ich auch von Beauty Bay tatsächlich kenne. Melon Jelly Dewy Primer. Wie schön, 20 Milliliter. Also hier haben wir auch noch ein dekoratives Kosmetikprodukt drin enthalten. Und sowas kann ich auch immer gut gebrauchen. Melone ist auch voll mein Vibe, ne? Und Dewy mag ich gerne. Also ich mag gerne, wenn das Ganze etwas strahlender aussieht in meinem Gesicht. Schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist eine relativ schwere Nummer 3. Und ja, das Design vom Adventskalender ist auch wirklich nicht so schön. Ne, das ist halt wirklich sehr pragmatisch, sehr cool, dadurch, dass du halt diese sehr dunkel, ne, ist nicht ganz schwarz, sehr dunkel Anthrazit Boxen hast. Das ist die liebe Nicole. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und dann halt diese holographischen Zahlen. Oh, hier sind zwei Sachen drin. Naja, ne, aber das ist ja eh Trash leider. Ja, hier habe ich auf jeden Fall zwei Produkte von Sol de Janeiro drin und das finde ich ja mal richtig geil. Einmal habe ich das Bum Bum Body Firmezer wahrscheinlich Oil mit 12 Millilitern. Ich verwende so gerne Körperöle. Die verwende ich vor allem von Knie bis Hüfte und in der kalten Jahreszeit umso mehr. Und da darf es auch gerne etwas reichhaltiger sein. Das wird auf jeden Fall ausprobiert. Aber das wird ja wahrscheinlich genauso riechen, wie wir es halt kennen und lieben, ne? Ja, ich liebe diesen Duft. Das ist so ganzjährig immer wieder toll. Also ich trage den gerne im Sommer, ich trage den gerne im Winter, 1A. Und dann haben wir nochmal die Brazilian Bum Bum Cream hier mit drin. Und zwar mit 25 Millilitern. Das ist eine wirklich kleine Größe, aber wir haben ja zwei Sachen hier im Kläppchen, ne? Deswegen finde ich das toll und die kannst du auch ganzjährig verwenden. Hier haben wir die Nummer 4. Die hole ich mir. Ach guck, das hättest du auch noch so öffnen können. Naja, egal. Da habe ich auch was drin. Wir haben immer was von This Works in dem Adventskalender. Und das hier ist das klassische Deep Sleep Pillow Spray. Und verwende ich wirklich sehr häufig. 10 Milliliter sind hier drin. Und das hat ja auch so einen Duft nach Lavendel ein bisschen. Ne? Kleiner Tipp von mir. Lavendelduft vertreibt auch Mücken. Es vertreibt Spinnen und Motten. Dementsprechend ist das halt nicht nur als Einschlafhilfe für uns ganz gut, sondern halt auch einfach, damit keine Kleintiere auf einen so draufkommen. Der 5. Dezember. Grown Alchemist. Da haben wir ein Polishing Facial Exfoliant mit Pink Grapefruit, Glucomananextrakt, Pampelmousse, Rose und nochmal Extrakt von Glucomanan mit 20 Millilitern drin. Das ist eine sehr hochpreisige Marke. Also das haben wir immer mal wieder auch so in Boxen, in Adventskalendern drin. Aber ich sehe dann immer den Preis und denke mir, holla die Waldfee. Und ja, das ist ein Gesichtspeeling. Ich glaube, dass das hier ein mechanisches ist. Das muss ich gleich mal noch kurz evaluieren. Nee, da ist Salicylsäure drin.
muss ich mal recherchieren, denn ich verwende halt super gerne Enzympeelings oder halt chemische Peelings, weil das für meine Haut sehr, sehr angenehm ist. ASOS kommt, glaube ich, aus England. Dementsprechend ist das so das nicht Nikolaus, sondern Vor-Nikolaus-Produkt. Also für die quasi das hochwertigere Produkt. Für uns ist der 6. Dezember aber Nikolaus, ne? Und hier haben wir drin von Iconic London den Lip Plumping Gloss mit 5 Millilitern. Ein Produkt, das, wenn man halt die Lookfantastic Beauty Box oder den Adventskalender von Lookfantastic schon mal gekauft hat oder abonniert hat, schon mal kennengelernt hat. Und das ist die Farbe Nearly Nude. Passt auch sehr schön in Kombination mit dem Lippy, wobei man da ja eigentlich schon genug Shiny Piney hat, ne? Auch das, eine ziemlich schöne, zurückhaltende Farbe, die man gut im Alltag tragen kann. Genauso gerne mag ich sehen, dass die Nummer 7 jetzt etwas größer wird. Und die Haare werden bedacht mit Philip Kingsley, Elasti Styler, Multitasker for All Hair Types, 5-in-1 Treatment, 100 ml haben wir hier drin. Da ich meine Haare nicht wirklich style, ist das jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was ich dann für mich so verwenden werde. Aber ich glaube, für Leute, die ihre Haare dann auch wirklich, dass man so Locken reinmacht oder sich generell mal irgendwie eine Frisur zaubert, ne, dass das ganz gut sein kann. Und das ist auch wieder eine sehr, sehr schöne Marke. Wir haben hier wirklich tolle Sachen bislang drin. Und bis auf das Produkt von The Beauty Crop, würde ich sagen, sind es auch alles sehr hochpreisige Sachen. Mal gucken, ob die Nummer 8 jetzt auch noch macht, dass es kracht. Oh ja, das ist von Sacha Juan eine Styling Cream Light and Flexible, 125 ml. Noch was für die Haare zum Stylen. Also da haben sie jetzt, genauso wie die am Anfang ja zwei Sachen hintereinander reingemacht haben, als dekorative Kosmetik jetzt zweimal ein Hairstyling-Produkt reingemacht. Finde ich ein bisschen öde aufgeteilt. Ob man zwei davon so gebrauchen kann, muss man dann selber entscheiden, ne? Ich persönlich kann es halt nicht gebrauchen. Hoffentlich werde ich mich jetzt über die neuen ein bisschen mehr freuen. Wir sind im Haarsegment angekommen und haben Invisibubble Slim hier drin. In wirklich schönen Farben, also in Pink Monokel. Das ist schon hübsch, ne? Also das ist, ja, das sind drei verschiedene Farben quasi vom Haargummi. Ich trage auch gerne Haargummis. Das ist einmal ein mattes, eins, das halt so richtig Sparkles drin hat und eins, was außen matt ist und dann noch Sparkles drin. Sehr schön, genau. Also Monokel ist ja quasi, wenn man halt nur so ein von damals, ne? Das sah immer ziemlich fancy aus bei den Leuten, finde ich so, wenn man alte Bilder oder Filme sich anguckt. Ja. Und das ist auch ein alter Bekannter, den wir eigentlich immer drin haben. Ich verwende auch aktuell Invisibobble wieder in meinen Haaren. In der Nummer 10 darf es jetzt mit was relativ Leichtem weitergehen. Oha, ja, es ist klein, aber es ist fein, Leute. Sunday Riley Autocorrect Brightening and Depuffing Eye Contour Cream. Ne, Sunday Riley, super teuer. Augenprodukte, auch eigentlich immer etwas teurer. Deswegen ist es okay, wenn wir halt nur 3 ml drin haben. Das zählt für mich auch vollkommen als Produkt. Ihr seht jetzt ja auch den Preis eingeblendet. Ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Ich beschwere mich nicht. Ich kann einfach durch diese Adventskalender so eine hochpreisige Marke testen, sei es Sunday Riley, Clé Depot oder so. Das würde ich mir halt so nie kaufen und freue mich, wenn ich sowas in einem Adventskalender drin habe. Problem ist manchmal, wenn es mir gefällt und ich dann gucke, wie teuer das ist oder mich daran erinnere, dann tut's weh. Denn zum Nachkaufen sage ich dann meistens nee. Hier habe ich die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Oh, schön. Elemis Superfood Midnight Facial. Das ist eine Nourishing Sleeping Cream mit 15 ml. Auch hier wieder eine High-End-Marke, die man einfach durch diesen Adventskalender schön ausprobieren kann. Und das finde ich schön. Also dafür, ne, kaufe ich mir auch gerne Adventskalender, sei es von Lookfantastic, der übrigens auch mega ist, oder halt hier von ASOS, einfach um in den Genuss von hochpreisigen Marken zu kommen und einfach auch mal was anderes auszuprobieren als das, was ich normalerweise in meiner Routine habe. Und ja, schön, eine Nachtcreme. Kann ich gut gebrauchen, immer wieder. Und das machst du dir halt als letzten Do not eat, this is a cosmetic. Ich lieb's, ne? Als letzten Schritt von deiner Gesichtspflege so entsprechend drauf und wird dann wahrscheinlich etwas reichhaltiger sein als die Tagescreme, die man da ja auch von kennt. Ich weiß nicht, haben wir 24 oder 25 Boxen? Vielleicht ist das die Halbzeit. Und hier haben die auch mal das Kläppchen richtig ausgereizt. Also das finde ich schön. Glow Hub ist auch eine gehypte Marke. Das Facial Serum, schön. Ja, wir hatten noch gar kein Serum. Und so ein bisschen mehr für die Gesichtspflegeroutine können wir definitiv gebrauchen. Das ist mit Hyaluronsäure und Polyglutamatsäure. Und da sind 30 ml drin. Und ja. Da ist definitiv ein sehr schönes Produkt im Adventskalender, muss ich wirklich sagen. Bin ich sehr gespannt, das auszuprobieren. Man hat immer wieder auch von Glow Hub gehört, dass das alles sehr, sehr toll sein soll. Man sieht es immer wieder auf Social Media und so kommt man einfach mal selber in den Genuss. Und es ist vor allem auch ein Produkt, was jeder verwenden kann. Also das sehe ich halt hier generell bei den Skincare-Produkten bislang. Das sind eigentlich auch recht mild formulierte Sachen, die egal welchen Hauttypen du hast, auch wie bei mir, ne, super sensibel, ich kann dazu greifen und das ist schön.
Die erste Halbzeit gefällt mir. Also wir haben hier schöne Produkte. Gut, dass wir jetzt diese Doppelung direkt hintereinander von diesen zwei Haarstyling-Produkten haben. Ne? Die sind dann wahrscheinlich auch auf unterschiedliche Art und Weise anwendbar. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten ist der Adventskalender schön abwechslungsreich. Wir haben einen tollen Mix bislang aus dekorativer Kosmetik und Pflege. Und jetzt gucken wir mal in die zweite Hälfte. Hier habe ich jetzt den 13. Dezember. Oh ja, auch etwas, was sehr, 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 sehr schön gehypt ist. Und zwar der Blush von Made by Mitchell in der Farbe Strawberry Cream. Da bin ich jetzt mal wirklich auf die Farbe gespannt. Die sind ja wirklich super intensiv, weswegen ich jetzt eine sehr dunkle Farbe hier nicht so geil finden würde. Aber der ist sehr, sehr hell. Es ist eine Originalgröße, es ist ein Liquid Blush, ne? Es ist ein schön kühler Ton. Ich persönlich finde es toll, aber wenn man halt jetzt nicht unbedingt meinen Hautton hat, könnte es sein, dass man diesen Blush nicht ganz so gut sieht. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieser Blush auf super dunkle Haut sehr, sehr schön leuchtend aussehen wird. Das muss man halt einfach mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie der hier jetzt so pigmentiert sind, aber generell die Blushes sind hammermäßig pigmentiert. Also da kommt richtig was aufs Gesicht. Ich kann euch ja exemplarisch mal eins swatchen, den ich habe. Ich habe den nämlich zum Beispiel hier in der Farbe Cold Heart. Der ist ein bisschen, ein Tick dunkler, ne? Aber der ist so intens. Zeige ich euch das mal. Also jetzt habe ich mir erstmal ein bisschen was auf meinen Handrücken gegeben. Und da seht ihr schon, ne? Da ist ordentlich Pigment mit drin. Und wenn man den dann einblendet, das ist schon intensiv, ne? Also da siehst du richtig was von und du musst mit der Dosierung auch manchmal ein bisschen aufpassen. Jetzt fliegt auch noch ein Flugzeug über unser Haus, läuft bei uns, ne? Das ist halt die Sache. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, auch diese Farbe da reinzumachen, weil man das nicht so extrem übertreiben kann. Der 15. Dezember ist auch wieder sehr, sehr leicht. Vielleicht ist da so ein Beauty-Eye drin oder Augenpads. Oder von Milk Makeup Lip and Cheek Work Dusty Rose. Ach, guck. Nee, ich habe gerade geguckt, den habe ich nicht mehr da. Ich hatte den schon mal aufgebraucht, das ist das Ding. Ich dachte, ich hätte noch ein Backup von dem da gehabt. Das ist halt ein Cream Blush und es ist ein kleiner, ein wirklich, wirklich kleiner. Und das ist halt auch in der Verpackung gewesen, als wäre das jetzt irgendwie so ein Beileger, eine Probe, wie auch immer. Aber das Ding hat ja auch schon so seinen Wert. Hier steht auch drauf, not for resale, pre-sale. Das macht durchaus Sinn, ne? 3 Gramm sind hier drin und ich finde, ganz ehrlich, das reicht auch, ne? Man möchte sowas ja auch aufbrauchen, ohne dass es einem dann irgendwann kippt. So sieht die Farbe aus. Die ist auf dem Gesicht, aber jetzt nicht super krass intensiv. Also da muss man keine Angst haben. Ist der schon benutzt? Was ist das denn? Das sieht jetzt nicht so aus, als hätte der, als wäre der jetzt so frisch aus der Produktion, ne? Seht ihr das? Ich meine, du kannst ja einfach die oberste Schicht abnehmen. Das mache ich hier ja jetzt auch, ne? Zum Swatchen, aber das finde ich ein bisschen schade. Naja, hier habe ich auf jeden Fall dann den Blush. Jetzt hast du Blush hinter Blush. Das ist ein bisschen blöd, ne? Aber wenn ich den halt so verteile, der ist halt deutlich cremiger. Und das sieht man jetzt auch direkt, ne? Die Intensitätsunterschiede quasi. Also jetzt nicht Farb, weil das ist ja eine andere Farbe, aber ja. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen, Aber gut, es ist mit drin, es ist ein schöner Blush. Ich werde den sicherlich auch dann in Anwendung nehmen und wahrscheinlich sogar aufbrauchen. Aber, na, das halt direkt hinter so einem Blush finde ich ein bisschen mau von Milk. Also dann hätten die einen wirklich bitte unbenutzten Bronzer-Stick vielleicht reinmachen sollen. Aber ich glaube, den hatten wir letztes Jahr schon drin. Der 15. Dezember. Also Haarstyling hinter Haarstyling, Blush hinter Blush, das hätten sie ein bisschen schöner verteilen können, meiner Meinung nach. Die Ultra Repair Cream von First Aid Beauty, das ist Safe for Sensitive Skin, ist die generelle Markengeschichte bei denen auch immer, 56,7 Gramm. Das ist eine Gesichtscreme, ne? Also da hast du ordentlich auch was von. Und das ist schön, ja, das mag ich. Also wir haben eine Nachtcreme und eine Tagescreme. Ich bin happy. Der 16. Dezember ist schön flach. Vielleicht haben wir hier sogar eine Palette drin. Oh ja, die habe ich noch nicht. Von Revolution kannte ich auch nicht, diese Reihe. The True Icon Palette. Das wird viele freuen. Vor allem jetzt einfach mal randommäßig in der 16, Leute. Ne? Das wird viele freuen, einfach weil das sehr tragbare Farben sind. Wir haben hier auch 2 Cream Texturen drin, also quasi, ja, das kannst du ja sogar als Lidschattenbase nehmen, ne? Dann hast du hier 5 matte Farben, 5 schimmernde Farben und super tragbar. Super tragbar. Für mich ist vielleicht dieser hellste Schimmerton sogar noch ein Tick zu dunkel. Deswegen hoffe ich hier noch auf einen Highlighter in dem Adventskalender. Aber die habe ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wie cool. Vielleicht ist es sogar eine ganz neue Palette. Keine Ahnung, von wann die ist. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember.
Schön, darüber freue ich mich immer, wenn die halt auch so eine Mascara einfach in den Adventskalender packen, ne? Das ist die Bare Minerals Maximist Phyto Fiber Volumizing Mascara mit 9 Millilitern. Das ist einmal diese hier. Und auch Bare Minerals ist eine hochpreisige Marke. Da freut man sich doch drüber, wenn sowas in einem Adventskalender drin ist, ne? Die sieht auch wirklich abgefahren riesig aus. Ich blende euch mal das Bürstchen ein, weil ich das jetzt natürlich nicht, ich kann nicht alle Produkte jetzt öffnen, ne? Weil ich einen Großteil der Sachen immer wieder auch weitergebe und verlose und spende und so. Aber da stelle ich mir vor, dass wir ein Faserbürstchen haben, was auch sehr puffig ist, also was sehr opulent ist. Und darüber freue ich mich. Also schön. Ach, hier ist das Bürstchen abgebildet übrigens. Sehr gut, Claudi, sehr gut. Oh, der 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Sieht sehr groß aus und fühlt sich schwer an. Ja, ich meine, es gab ein Vorschaubild. Habe ich mir das groß angeguckt? Extra nicht. Ich will mich ja auch noch überraschen lassen. The Ritual of Ying, Relaxing Body Scrub mit Salz und Magnesium. Wie toll. 125 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und ja, so ein Körperpeeling, ne, ist sehr, sehr wichtig. Bei Salzpeelings rasiert euch danach und nicht davor. Kleiner Tipp am Rande. Und ja. Finde ich toll. Das finde ich toll. Das riecht auch gut. Das habe ich auch schon mal aufgebraucht. Und ja, man kann es aber hier nicht durchriechen, egal. Aber dass man halt auch dieses Magnesium drin hat, ist vor allem ganz gut, wenn du dich körperlich angestrengt hast. Also wenn du zum Beispiel am 18. Dezember draußen warst und stundenlang Schnee geschüppt hast, total durchgeschwitzt und durchgefroren wieder reinkommst, dann dich unter die Dusche stellst und dich schön mit diesem Peeling, oh, gönn dir, ne? Oder auch damit sogar ein Peelen und Peelen, Peelen und dann in die Badewanne legen. Oh. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Habe gerade gesehen, es gibt 25 Boxen. Und hier habe ich aber den 19. Dezember, der auch sehr groß und schwer ist. Oh, sowas finde ich auch immer schön. Wenn die Firmen uns einfach eine Kerze mit reingeben. Und das ist auch eine hochwertige von Neom. Neom, genau, Wellbeing London. Bedtime Hero. Scent to Sleep mit Kamille, Ylang Ylang und Zedernholz. Ja, ich glaube, die hatte ich auch schon mal in noch größer. 75 Gramm sind hier drin enthalten und das ist einmal die Kerze. Wie schön. Also ich mache das auch gerne, wenn ich selber Adventskalender packe, dass ich auch kleine Kerzen, Teelicht oder so mal mit reinpacke, ne? Weil das ist so die gemütliche Zeit und deswegen macht es für mich halt mega Sinn. Und schon befinden wir uns im 20er Bereich. Ich habe hier den 20. Dezember. Das ist eine Maske für die Haare, glaube ich. Hydration von Beauty Works, Professional. Pearl Nourishing Arganöl Maske mit Arganöl und Milchprotein hydratisiert. 50 Milliliter sind hier drin. Ich würde sagen, das ist für die Haare, weil das ist eigentlich, habe ich mittlerweile gelernt, ne, eine Haarpflegemarke und Argan ist ja auch etwas, was man sich dann vor allem auf die Haare gibt. Und ja, use this hair mask vor 5 bis 10 Minuten. Genau, ne, Haarmaske, sehr schön. Der 21. Dezember. Ich glaube, da wir uns in der Weihnachtswoche befinden, haben die jetzt hier so allerhand, ja, diese Gemütlichkeitsprodukte auch reingepackt. Ja, passt auf. Von L'Occitane haben wir 75 Milliliter von dem Duschöl mit drin, das nach Mandel duftet. Und das ist natürlich auch super passend, ne? Also hier so generell die Linie, die gerade fahren mit dem Bodypeeling, der Kerze, der Haarmaske, dem Duschöl. Das gibt so einen gewissen Vibe, den man halt genau zu dem Zeitpunkt, wo man das halt im Adventskalender halt so bekommt, in der Zeit genau dann auch gebrauchen kann. Also das ist schon schön überlegt, finde ich. Schauen wir mal, was die sich am 22. Dezember überlegt haben. Die zweite und letzte Schnapszahl. Aveeno Calm and Restore for Sensitive Skin Triple Oat Serum. Also wir haben hier noch ein zweites Gesichtsserum drin enthalten für normale bis trockene Haut mit 30 Millilitern und das ist dann mit irgendeiner Hafermilch oder so wahrscheinlich, was dann auch die Haut beruhigen soll. Ja. Das hört sich interessant an. Und womit das genau funktioniert, kann ich jetzt so ad hoc nicht sagen, ne? Weil das hier so nicht genau draufsteht. Also vor allem halt dieses Haferextrakt und so ist hier auch in den Inhaltsstoffen aufgeführt. Ansonsten finde ich nicht viel anderes. Also jetzt nicht Panthenol oder sowas, ne? Das muss auf jeden Fall ausprobiert werden. Das ist halt auch ein richtig schöner Glastiegel zum Pumpen. Schön. Mal sehen, ob die Nummer 23 auch so cozy weitergeht oder ob die jetzt Gas geben, weil Heiligabend und bam, bam, tralalam. Oh, das ist ein Produkt, das hatten wir auch öfter schon mal in Adventskalendern und so weiter drin, von REN Clean Skincare Ready Steady Glow, ein Daily AHA Toner. 100 Milliliter sind hier drin. Ich finde es ein bisschen schwierig, das am Tag vor Heiligabend reinzumachen, weil ich persönlich sage halt, also meine persönliche Meinung, ne, ist alles, was so Säuren sind, da sollte man sich halt vorsichtig dran tasten, weswegen ich zum Beispiel das von Grown Alchemist super gut am Anfang so also aufgehoben gefühlt habe. Weil wenn du das jetzt zum Beispiel nicht verträgst und dir dann wirklich einen Tag vor Heiligabend gönnst, dann könnte es sein, dass du Heiligabend auch siehst wie ein Streuselkuchen. Genau, also das würde ich halt wirklich erstmal vorsichtig antesten. Aber ich finde es eigentlich
bisschen zu spät im Adventskalender drin, aber eigentlich auch geil, dass es als Produkt drin ist, denn wir haben hier auch dann einen Toner, wir haben Serum, wir haben Augencreme, wir haben Gesichtscreme für Tag und Nacht. Also auch eine gute Skincare-Routine hier, ne? Mal gucken, was wir Heiligabend machen dürfen. Und es passt relativ exakt hier rein. Oh, wir dürfen uns sauber machen, und zwar im Gesicht von The Inkilis. Ja, eine Reinigung fehlt tatsächlich auch. Das ist Formulated for All, also für alle in dem Sinne formuliert. Das passt aber am besten normaler und sensibler Haut. Und damit kannst du dein Make-up entfernen und dein Gesicht reinigen. 150 Milliliter. Wow, ja, Gesichtsreinigung sollte sowohl morgens als auch abends immer der erste Schritt von der Gesichtspflege sein. Nö, macht ja auch durchaus Sinn. Und ja. Das ist Malmoshi, würde ich sagen. Finde ich klasse. Dass sie halt auch, das ist keine super teure Marke, aber dass sie hiervon auch so ein großes Produkt reinpacken, weil so ein Cleanser, der geht ja weg wie warme Semmeln, ne? Und auch hier sind wir in diesem Haferbereich wieder unterwegs. Jo. Trommelwirbel, die Nummer 25. Das ist wahrscheinlich noch das Highlight, ne? Also von dem Gefühl her würde ich sagen, das ist eine Mascara. Die Charlotte ist am Start. Glowgasm Beauty Light Wand Easy Highlighter. Stimmt, ich habe eben nach einem Highlighter gerufen. Hier habe ich ihn. Wow. Okay, ja, das ist ein Highlighter. Und ich mag ja gerne die Highlighter von der lieben Charlotte, ne? Also generell, die Produkte sind echt nice, aber immer sehr pricey. Da muss ich nur gucken, ob mir Glowgasm, ob mir hier diese Goldgasm Farbe passt. Denn die sieht relativ dunkel aus. Mal gucken, ne? Also das ist dann immer so die Sache, wenn man halt so farbgebundene Produkte reinmacht und das sogar als Highlight. Und am Ende bleibt uns nur noch die leere Box, wo man dann seine entsprechenden Beauty-Sachen reinpacken kann oder die man einfach zur Aufbewahrung nutzt. Schade eigentlich, ne? Dass der nicht wieder befüllbar ist, aber so ist das halt. Also zu dem Adventskalender muss ich sagen, dass ich den Inhalt schön finde. Also 115 Euro bezahlen wir dafür. Wir haben hier sehr, sehr hochpreisige Marken drin und auch eine schöne Gesichtspflegeroutine. Richtig schön viele Produkte auch zum Schminken, und die meisten Produkte davon sind auch für alle irgendwie tragbar. Genau, und also ich bin eigentlich hin und weg, ne? Das letzte Produkt hat mir leider so einen ganz, ganz kleinen Dämpfer gegeben, weil es halt farbgebunden ist. Da muss man dem Adventskalender aber zugute halten, beziehungsweise ASOS selber, dass die ja online auch den kompletten Inhalt aufgestellt haben. Also dass man da auch sieht, was drin ist, und dementsprechend dann auch reagieren kann, ob man sich den jetzt holen möchte oder nicht. Preis-leistungstechnisch liegen wir sicherlich sehr gut auf. Also ich glaube, schon so 450 Euro, ne, das kann ich mir vorstellen. Ich habe euch das ausgerechnet, blende euch das gerne ein. Und ich finde es auch schön, dass wir hier Haarpflege, Körperpflege drin haben. Ich hätte mir gewünscht, vielleicht anstelle von einem Styling-Produkt noch irgendwie ein Shampoo hier reinzubekommen. Aber trotzdem, ich finde, toll befüllter Adventskalender, immer wieder einfach einen Blick wert. Er ist auch noch verfügbar, deswegen Link ist dazu in der Infobox, wenn ihr mögt. Und ja, also was sagt ihr zum Adventskalender-Inhalt? Würde mich mega interessieren, und da können wir uns gerne in den Kommentaren austauschen, wenn ihr mögt. Und wenn es dir hier gefallen hat, für ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.